Du, ich wollte dich mal was fragen. Also eigentlich wollte Nadine dich das fragen. Warum fragt sie dann nicht selber? Na, weil du dich immer verkrümelst, wenn sie gerade mal da ist. Und sie möchte dich gerne kennenlernen, also besser kennenlernen, so richtig. Und sie schlägt vor, dass wir mal zusammen wegfahren, nur wir drei, am Wochenende, Sporthotel oder sowas. Du siehst wirklich völlig anders, wenn du sie näher kennenlernst. Lass mich mal raten. Mutter Teresa? Na gut, von mir aus. Na okay, gut. Wie wär's an diesem Wochenende? Weiß ich nicht. Ich glaube, da war irgendwas. Muss ich erst mal in meinen Terminkalender gucken. Ja, klar. Aber ihr müsst euch doch endlich mal richtig kennenlernen. Ist doch lächerlich, wie ihr ständig umeinander herumschleicht. Du bist süß. Am Freitag muss die Konzeption für die Thomas-S-Kampagne raus und am Mittwoch bin ich in Wien. Was machen die Fotos? Die sind noch nicht fertig. Mensch, mach Dampf. In einer Stunde brauche ich diese Fotos. Christoph, wie lange dauert das denn noch? Abendessen. Ich habe Nadine am Telefon. Was ist jetzt mit deinem Termin? Tja, Not kennt kein Gebot. Warte mal ganz kurz. Christoph! Ja? Ich muss doch mal mit Christoph reden. Das werden wir doch irgendwie hinkriegen. Es wird doch gelacht. Da muss ich dich leider enttäuschen. Hä? Ja, was? Siehst du ja selber. Alles voll. Jedes Wochenende. Hier. Du, wie wär's denn, wenn du Wien um einen Tag verschiebst und wir fahren Dienstag, Mittwoch? Das fühlt dich nicht so auf. Dann hast du den Stress vom Hals. Bei uns wird es auch gut passen. Carlos ist auf Klassenfahrt. Sag doch einfach ab, wenn du keine Lust hast. Also gut. Dienstag und Mittwoch. Ich suche uns was Hübsches aus. Irgendwo in den Bergen. Gut? Du, mein Vater ist da. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich rufe dich heute Abend an. Ciao. Scheint ja doch etwas Ernsthaftes zu sein mit diesem Tobias. Mhm. Ich habe Angst. Der hat einen ganzen Stall voll Familie und die halten zusammen wie Pech und Schwefel. Feste, du musst ja, hoffentlich. Jetzt da die Schlaufe drin. Hi. Schnecke. Warum? Ist doch eine coole Frau. Ein geiles Auto. Hey. Du redest schon wie Tobias. Ihr Männer seid doch gleich. Ist sie schon da? Ja, tschüss, tschüss. Ciao. Ich hol schnell meine Sachen. Ja. Ja. Hallo. Hallo, Christoph. Ja. So, lad doch schon mal ein. Warum nehmen wir nicht meinen? Da ist mehr Platz. Nee, wir nehmen meinen Wagen. Ich muss im Anschluss noch weiter nach Wien und es ist doch überflüssig, mit zwei Autos die Luft zu verpesten. Ich setze euch dann in Salzburg in Zug. Ja, dann vergiss aber nicht, uns ein Schild umzuhängen und dem Schaffner Bescheid zu sagen. Willst du vorne sitzen? Nee, ich sitz lieber hinten, sonst wird mir schlecht. Ja, und schon geht's los. Geht doch rein. Ja, so. Du hinten? Ja. Okay, und ab geht so, die Post. Und los geht's. Alicia, kommst du mal? Was denn? Ich hab was für dich. Oh. Die neu gegründete Europäische Journalistenschule hat noch Studienplätze frei. Gesucht werden junge, engagierte Journalisten und Journalistinnen mit guten Sprachkenntnissen und Interesse an länderübergreifendem Journalismus. Bewerbungsschluss 15. Oktober 96. Ich soll... Ich bin leider schon zu alt. Du musst dich bewerben. Ich weiß, ich rede gegen meine eigenen Interessen. Aber das ist die Chance für dich. Ich muss schnell weg. Wir reden nachher drüber. Gut, danke. Thank you.
Schön hier. Aber ich dachte irgendwie, wir fahren in ein Hotel. Wie kommst du denn darauf? Wandern wollten wir. Du hast doch gesagt, du suchst für uns ein nettes Sporthotel. Nee, du hast von Hotel geredet. Ich habe nur gesagt, ich suche uns was Hübsches aus. Hab ich auch. Ein absolut romantisches Landgasthaus, 20 Kilometer von hier. Ist das deine? Also, wir fahren jetzt dahin, laden unsere Sachen aus und gehen dann wandern, ja? Nee, da kommen wir nur zu Fuß hin. Was glaubst du nur, was da los wäre, wenn jeder Depp vorgefahren kommen würde? Also, das geht nicht. Das auch nicht. Das schon mal gar nicht. Mein Gott, den habe ich die ganze Zeit gesucht. Ein bunter Strauß voll Sicherheit? Na, da kann ja nichts mehr schiefgehen. Haha, spielen wir jetzt lustiges Koffer auspacken oder was? Lass mal sehen, was du da alles drin hast. Hey, Hände weg von meinem Rucksack. Was haben wir denn hier? Ich muss ja schließlich erreichbar sein. 20 Kilometer? Ja. Tobias, jetzt mach doch mal den Koffer zu. Da ist noch was. Ja, meine Weste, danke. Ich dir den Rucksack tragen? Nein, das mache ich alleine. Ja. So, dann los geht's. Wohin? Na, da lang. Da lang. Absolut. 20 Kilometer. Quatsch. Na, das wäre doch auch mal was für eine Kampagne. Jahre Familie beim Sonntagsausflug. Tod, Munterkeit, schwarz-weiß. Genau, das muffige Kind trottet hinterher. Aha. Erinnerst du dich an unseren letzten Ausflug mit Julia? Wer ist Julia? Wie? Du hast ja noch nie von Julia erzählt. Wieso hätte ich ihr was erzählen sollen? Sie gehörte damals praktisch zur Familie. Das ist eine gelungene Beschreibung für die große Liebe. Och, na, das hört sich aber spannend an. Ja, sie war eine sehr, sehr gute Freundin. Ihr wolltet doch heiraten. Was? Jetzt red doch kein Blödsinn. Yes. Sie ist doch bei uns eingezogen, das ist doch fast das Gleiche. Sie ist eine gute Rechtsanwältin und hat die Einreise der Kinder organisiert. Ja, Julia war perfekt für uns. Sie hat so gut zu dir gepasst, in jeder Hinsicht. Ach ja, jetzt auf einmal, ja? Damals hast du sie aber nur verteufelt. Komisch. Also Carlos hängt immer noch sehr an ihr. Ach, das muss eine wirklich fantastische Frau sein, diese Julia. Lern ich sie mal kennen, eure Heilige? Ja, warum nicht? Wir sehen sie halt nie. Wieso? Nächstes Wochenende wollten wir zusammen kochen. Hast du schon vergessen? Nadine, diese Geschichte mit Julia war wirklich nicht so dramatisch. Die ist doch längst vorbei. Du brauchst sie doch nicht zu entschuldigen. Ich habe doch meine große Liebe auch schon hinter mir. Gehen wir eigentlich den gleichen Weg zurück, oder was? Ja. Komm schon! Warum nicht? Guck mal, wie süß. Hallöchen, die Damen. Hallo. Hallo. Gern. Aber nur unter einer Bedingung. Das Essen findet bei mir heute Abend statt. So um 8? Tschüss, ich muss los. Große. Irgendwelche Termine für mich? Ja, Meißner will was von dir. Geh doch gleich bitte mal rüber zu ihm. Ja. Redaktion Steinberger Kurier, Laschner, guten Tag. Ach, Sie meinen Fräulein Sandmann. Für Alicia? Ja. Ein Mann? Sind Sie der Rosenkavalier? Ich soll ihn von Alicia bestellen? Nein. Tja, mehr hat sie mir leider auch nicht verraten. Einfach nur nein. Oh je. Oh. Oh, meine Füße.
Kein Wunder bei den Schuhen. Also, wenn ich gewusst hätte, dass wir so eine Tour machen, dann hätte ich mich anders eingedeckt. Ja, ja gleich. Ach, heute Abend gibt's Wildschweinbraten am Kaminfeuer. Danke, Herr Züchter. Also, ich gehe dann mal für kleine Mädchen, ja? Die kann ja ihr Notebook futtern. Warum stichelst du eigentlich hier die ganze Zeit rum? Ich stichel überhaupt nicht. Natürlich stichelst du, meinst du, ich merke das nicht? Anscheinend macht dir der ganze Ausflug keinen Spaß. Du legst es richtig darauf an und... Telefon. Nadine! Telefon! Ja, hallo, hier Vorzimmer Nadine Berger. Wer bitte? Thomas S. von Thomas S. Wien. Aha. Nein, Frau Berger ist gerade zu einer dringenden Sitzung in die Büsche verschwunden. Ja. Kann ich was ausrichten? Um was geht's denn? Nein, na, ist auch gut. Wer war das? Ach, irgend so ein Depp, der seinen Nachnamen nicht sagen wollte. War ziemlich sauer. Ein Thomas aus Wien. Ach, du meine Güte. Du hast ihm doch wohl nicht gesagt, wo ich bin. Ja, sicher. Mensch, das darf ja wohl nicht wahr sein. Du, ich sag dir jetzt eins. Du gehst nie wieder an mein Telefon, kapiert? Ja. Oh. Mein Gott, nimm die sich wichtig. So viel Wichtigkeit ist doch gar nicht erlaubt. Jetzt hör auf rumzustänkern. Wir sind hier, um geruhsame Tage zu verbringen. Das habe ich auch gedacht. Jetzt spiel ich hier Sekretärin. Thomas, hör zu, ich musste diese Tour machen. Das ließ ich nicht umgehen. Ach, du hast ja überhaupt keine Ahnung, wie penetrant manche Leute sind. Gut, ich versuche das hier abzukürzen und komme dann sofort. Ja, in Ordnung. Bis dann. Ciao. Lach mal. Du lass es. Jetzt bist du nur grantig. Ich habe jetzt keine Lust auf Fotos. Na gut, dann hätten wir das auch geklärt. Hast du noch ein Bier für mich? Aber immer. So, wir müssen weiter. Wohin? Nach Wien? Wie weit ist es denn noch? Ja, ich schätze mal, wir haben erst ein Drittel hinter uns. Und wenn ihr noch was zum Abendessen haben wollt, dann müsst ihr euch beeilen. Hm. Sag mal, wollte Julia eigentlich am Wochenende übernachten? Ich glaube schon. Sehr gut. Hoffentlich hält sich das Wetter. Dann können wir Lagerfeuer machen im Garten. Das hat sie doch so gerne. Mhm. Also, ich gehe schon mal vor. Ja, komm! Lass mal durch, lass mich durch. Herzlichen Glückwunsch! Happy Birthday, Mann! Und uns kriegst du eine Fete geschenkt. Heute Abend bei Satzmann. Ja, Tobias und Christoph sind nicht da. Sturmfreie Bude. Ich hab echt keinen Bock auf eine Party. Wir haben auch eine Überraschung für dich. Hey, was für eine Überraschung? Top Secret. Sag schon. Wir schenken ihm eine Stripperin. Eine echte? Ja, was denkst du denn? Aber halt die Klappe, ja? Klar. Und es sind alle weg? Alicia ist auch nicht da? Doch, Alicia ist da. Was ist jetzt? Achtung, bitte komm! Ich komme. Gut, jetzt hilf mir mal. Und die Herrschaften sich zu einer Begrüßung herablassen wollten. Tun mir deine Füße, ne? Sollen wir eine Pause machen? Ich brauch keine. Ich könnte aber eine gebrauchen. Mach mal deine. Das schafft etwas. Der hat doch einen Vogel, oder? Ah, oh. Was denn? Kalt? Oh, ist der kalt. Ah. 20 Kilometer. Ohne vorher was zu sagen. Ich muss mir irgendwie die Pfanne hauen. Telefon! Ich bin getäuscht. Berger? Oh, ist doch gut. Ach, Papa. Oh.
Aber es ist ganz furchtbar. Es ist eine einzige Katastrophe. Magst du einen Schluck? Immer nee, ich trinke lieber das Wasser. Das würde ich nicht machen. Ah, doch, ist besser gegen Durst. Aber Papa, ich liebe ihn doch. Tobias? Ja, Nadine? Sag mal, was machen wir hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Wir mögen uns doch, oder? Mit diesem Telefongespräch von dir habe ich einen anderen Eindruck. Ich bin ja ein penetranter Typ und diese Tour willst du sowieso nur so schnell wie möglich hinter dich bringen. Ach, das war's. Aber das hat doch nichts mit uns zu tun. Das habe ich doch nur gesagt, weil Thomas sauer war, dass ich ihn versetzt hatte. Das hat doch wirklich nichts mit uns zu tun. Tobias, sowas darf uns doch nicht auseinanderbringen. Hab doch ein bisschen Vertrauen. Das darf doch nicht wahr sein. Einen Pullover dabei haben. Wo ist denn der? Den findest du in Versteck Nummer 4. Genial. Ja, ich wusste nicht, dass ihr ein Bad nehmen wollt. Meinst du, das wird gehen? Danke. Weißt du was? Du bist mein Freund. Ich geb dir mein letztes Hemd. Auch deine letzte Hose? Wenn's sein muss. Gnädig. Also ich würde Hosenträger empfehlen. Jetzt tu doch nicht so scheinheilig. Hast ja jetzt erreicht, was du wolltest, nicht wahr? Wir kehren um. Das ist das erste vernünftige Wort, was ich heute höre. Aber warum denn? Ist doch nichts passiert. Meine gesamten Arbeitsunterlagen, meine Daten, alles ist vernichtet. Aber es ist ja nichts passiert. Wir kehren um. Ausflug erfolgreich beenden, Nadine. Ich muss gar nichts. Na, was stellst du dir vor? Wie soll's weitergehen? Was ist jetzt? Kommt ihr? Ja, wart mal. Wir gehen auf dem schnellsten Weg nach Hause, so stelle ich mir das vor. Wir müssen den Weg nehmen, der ist kürzer. Da sparen wir 4 Kilometer. Ich muss aber da lang. Ich muss meine Sachen einsammeln. Das ist doch dein Problem. Wir sehen uns dann unten, warten auf dem Parkplatz auf dich oder schicken dir ein Taxi. Kommst du, Tobias? Nadine, wir sind diesen Ausflug zu dritt angetreten und wir werden ihn zu dritt beenden. Wir und wir. Ich bin kein Wir, ich bin ein Ich und ich gehe jetzt da lang. Nadine! Christoph! Nadine! Ich krieg doch verdammt nochmal! Jetzt wart halt mal! Christoph! Mal. Du kannst sie doch hier nicht alleine rumlaufen lassen, Mensch. Wieso? Das ist doch ihr eigenes Risiko. Wenn sie unbedingt ihren Kopf durchsetzen will. Ich will meine Sachen wieder. Ich möchte mal was sagen. Du hast es von Anfang an darauf angelegt. Du wolltest sie nie wirklich kennenlernen. Du hast nur so getan. Du hast unsere ganze Unternehmung von Anfang an sabotiert. Du bist mir vielleicht ein schöner Freund, ha? So, jetzt will ich dir mal was sagen. Als Freund, ja?
Du hast nämlich Tomaten auf den Augen, sonst würdest du nämlich sehen, was das für eine Schnepfe ist. Das ist eine eingebildete, arrogante Ziege, die immer das gekriegt hat, was sie wollte. Nur mich kriegt die nicht rum. Ja? Weil ich habe nämlich noch Augen im Kopf, im Gegensatz zu dir. Schön, dann ist es für dich eben eine blöde Ziege. Aber ich liebe sie. Bitte tu, was du nicht lassen kannst. Aber lass mich aus dem Spiel. Und jetzt sage ich dir noch eins. Ich kann auch alleine wohnen, ja? Komm mal, Tobias. Ich gehe jetzt da lang. Und wenn du irgendwie das Gefühl haben solltest, dich entscheiden zu müssen, dann reiß dir kein Bein aus. Ich klink mich sowieso aus. Tatsache ist ja, dass du mich auf den Tod nicht ausstehen kannst. Was übrigens auf Gegenseitigkeit beruht. Und da du offenbar nur im Doppelpack zu haben bist, verzichte ich. Also, servus. Ach ja, und deine Hose, die schicke ich dir dann per Post. Ich muss sie ja erst noch desinfizieren. Das verzeih ich dir nie. Ich bin Lissi. Ja, und? Lissi Lack. Ach so, ja, dann kommen Sie rein. Kindergeburtstag. Da geht's noch. Hey Leute, schaut mal her, das ist Lissi. Lissi Lack. Hallo. Hi. Und das ist das Geburtstagskind. Hi. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Wann kommt denn Alicia endlich? Was weiß denn ich? Keine Ahnung. Toll. Oh, oh. Eine ganz schön harte Nuss, was? Nadine! Nadine, wart doch! Nadine! Na, wie geht's deinem Fuß? Hast du eine Blase, was? Ja, Nadine, das hast du doch nicht ernst gemeint. Doch. Und ich bin auch richtig erleichtert, dass es endlich raus ist. Ich hätte es ja schon viel früher sagen sollen. Aber warum denn? Ach, Tobias, komm, tu doch nicht so. Genau genommen gibt es sie doch noch nicht mal im Doppel, sondern nur im Sechserpack. Oder wie viel seid ihr zu Hause? Fünf. Ja, also jedenfalls reichlich. Ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen, so in eine festgefügte Familie reinzuplatzen. Tut Wasser in die Suppe, es kommt Besuch. Ich will dich doch gar nicht an den Mittagstisch zerren. Na also, dann sind wir ja d'accord. Nein, so habe ich es auch nicht gemeint. Ach, guck mal, die Hose ist ja schon trocken. Ich hätte dich auch lieber für mich allein. Ohne diesen ganzen Familienzirkus. Das macht alles so alltäglich und banal. Ach, du meinst, ich soll mich mit ein paar Nachtübungen zufrieden geben? Nein, so meine ich es auch nicht. Das tue ich auch nicht. Das ist schon was Festeres. Jemanden, mit dem man vielleicht eine Familie gründen kann, Kinder kriegen. Eine eigene Familie, eigene Kinder. Aus der Phase bin ich, glaube ich, raus. Siehst du? Es passt eben nicht. Die Chemie stimmt, aber das Ganze drumherum nicht. Das ist besser, man legt bei Zeiten den Schalter um. Die einzige Chance, die ich sehe, die ganze Geschichte noch zu retten, ist eine Freundschaft. Hä? Oder wünschst du mich lieber gleich ganz zum Teufel? Ach, nicht doch. Ich dich auch nicht. Ich würde dich schon gerne als Freund und Kollegen behalten. Das ist mir ehrlich gesagt viel lieber als diese Bettgeschichten. Naja, einen Liebhaber hat man ja am nächsten Tag schon vergessen, aber einen wirklichen Freund, nie. Außer der Liebhaber war wirklich wahnsinnig gut im Bett. Ja, stimmt. Aber dich ziehe ich in jedem Fall als Freund vor. Ach, weißt du, Liebe wird sowieso immer überbewertet. Freundschaft dagegen. Es
gibt so viel, was für eine Freundschaft spricht. Mit einem Freund kann man über alles reden. Sogar über Hämorrhoiden. Oder missglückten Sex. Mit einem Freund braucht man sich auch nicht die Haare zu waschen. Und der sagt dann, wenn man schlechten Mundgeruch hat. Ja, und überhaupt so. Zicke. Diese blöde Kuh. Eine dämliche Idee. So ein Quatsch. Warum habe ich mich das drauf eingelassen? Was ist das denn? Wo sind wir denn hier? Ja, ich schau halt noch mal nach. Da gibt's ja wenigstens ein Wasser. Oh. Das glaube ich nicht. Nein. Ich glaub, das ist echt ein Fetzen. Mist, wir haben uns total verlaufen. Was? Ach, nee. Das darf doch nicht wahr sein. Das hast du bestimmt mit Absicht gemacht. Ich? Ne? Ja, um mich hier in der Wildnis festzuhalten. Na, du bist ja vielleicht gut. Meinst du, ich humpel ja freiwillig durch die Landschaft? Du wolltest den anderen Weg gehen. Na ja, klar, weil er auch kürzer ist. Na, das haben wir jetzt davon. Was machen wir jetzt? Doch, was weiß denn ich? Müssen wir hier eben übernachten? Hier? Naja, also in der Dunkelheit finden wir wohl schlecht zurück. Naja. In einer halben Stunde ist es dunkel. Vielleicht sollten wir doch zu diesem Landgasthaus gehen. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Ich hab mich so auf den Wildschweinbraten am Kaminfeuer gefreut. Ich fülle meine Badewanne. Silvester, deine Geburtstagsüberraschung kommt. Komm, setz dich hin, wir wollen anfangen. Ich bin's. Ach, du bist's. Ich hab mich verlaufen. Ja, das glaube ich auch. Tobias, ja? Wir haben Besuch. Ach. Werden. Wie wär's mal mit Fragen? Ich hatte auch was vor. Was denn? Es ist Silvesters Geburtstag. Wie fühlt ihr unser Geschenk? Aufregend. Genial. Einfach Wahnsinn. Kein Herzinfarkt. Wir können dich nicht doch überreden, unser karges Heim mit uns zu teilen? Verzichte. Gut. Solltest du noch was brauchen, Fernsehzeitung oder so, klopf ruhig an. Ich darf doch, ja? Gute Nacht. Er hat unsere ganze Tour verletzt.
vermasselt. Ich könnte ihn umbringen. Hm. Ich helfe dir. Frierst du auch so? Sakrisch. Meinst du, es wird unserer Freundschaft schaden, wenn wir... Mm-mm. Es regnet. Gilt das Angebot noch? Danke. Nein, du musst mir überhaupt nichts erklären. Es sind eben die Hormone, die spielen noch ein bisschen verrückt bei euch. Und dann setzt es um alles. Trotzdem alles Gute zum Geburtstag. Das ist nur, weil... Das ist schon gut. Gleich fertig, du sollst warten. Ja, ich weiß. Immer schön der Reihe nach. Hier, für dich. Oh, danke. Warte mal. Bist du mal so lieb und machst mit dem BH zu? Klar. Spannender Beruf. Wie bist du dazu gekommen? Oh, das ist eine längere Geschichte. Lass uns was trinken. Erzähl ich dir dann, weißt du? Gerne. Fällt dir die Party? After minute, hour after hour, everybody's laughing. Whatever they may look, what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. Das klingt gut. Die Story sollten wir machen. Hey, das ist eine gute Idee. Schön für dich. Aber wann? Wann fangen wir damit an? Ja, am besten gleich morgen früh. Ja, okay. Du kommst zu mir ins Studio. Ja, okay, aber ich weiß nicht wohin. Weißt du was? Du kannst mich mal.
wahrscheinlich vorhin genau im falschen Moment gekommen. Naja, was soll's. Morgen seid ihr mich eh los. Du hast mich, stimmt's? Warum eigentlich? Was habe ich dir denn getan? Stimmt, ich kann dich wirklich nicht leiden. Deine Arroganz, dein oberflächliches Getue, deine Spötteleien, deine Coolness. Und ich will nicht, dass Tobias so wird wie du. Du hast Einfluss auf ihn. Und deswegen musst du mich wie einen Hofhund davonbeißen? Ich habe keine Kraft mehr, gegen dich anzukämpfen. Ich bin nicht so stark, wie ihr denkt. Ich kann halt einfach meine Gefühle nicht so zeigen. Naja. Ist ja auch egal. Ich habe meine Arbeit und dann bin ich erfolgreich. Obwohl, Tobias war seit langem der erste Mann, dem ich wieder vertraut habe. Du hast gewonnen, Christoph. Ich will ihn nicht mehr, dein Tobias. Tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Das habe ich nicht gewollt. Ich hab überhaupt nicht nachgedacht. Ich habe einfach reagiert aus dem Bauch raus. Und ich habe Angst gehabt. Du? Wovor hast du Angst? Angst, ihn zu verlieren. Ich weiß doch auch, dass nichts für die Ewigkeit ist. Und wenn es heute hart auf hart käme, dann würde sich Tobias für dich entscheiden. Ganz klar. Naja, ist ja auch egal. Es ist jetzt gelaufen. Du liebst ihn, ne? Hm? Ja. Aber er will mich nicht mehr. Er will, dass wir nur noch Freunde sind und mit mir über Hämorrhoiden reden und über missglückten Sex. Oh Mann. Dabei hat er doch gar keine Hämorrhoiden. Ach, deshalb. Ich verstehe. Ciao, Hendrik! It's too hot, too hot at home. Gotta make some sense from this mess that we've made. Alicia? Hilf mir mal. Ich denke, ich war hier eingeladen. Hast du eine Ahnung, wo Alicia ist? Such sie doch. Hey Roman, bitte hilf mir. Na klar. Ich bin gar nicht so schlecht, Alicia! Heute Abend. Nee, aber auf den Schädel morgen früh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Viel Spaß. Danke. Kannst du den mit vornehmen? Ja, klar. Danke. Ciao. 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 Oh, guten Abend, Frau Sandmann. Was machen Sie denn hier draußen? Ich denke nur nach. Lieber Florian, tut mir leid, dass ich dir da Konkurrenz ins Haus geholt habe. Ach was, vielleicht ganz gut so. Ich glaube, ich wollte da nur was anfangen, weil ich Angst habe. Damit ich hierbleiben kann und mich nicht bewerben muss. Wieso bewerben? Wofür? Journalistenschule in London. Oh, oh, London. Die Kleintierzüchter werden dich vermissen. Und wovor hast du dann Angst? Na, wovor? Hier alles aufgeben, gerade wo wir so eine nette Familie geworden sind. Und dann in einer fremden Stadt, ohne Carlos, ohne Christoph, ohne Tobias. Und ohne Henrik. Ja, vor allem. Schade, dass wir uns immer so zoffen. Jetzt werd mal nicht sentimental.
kriegst schon noch die Gelegenheit, meine Hemden zu bügeln. Nimm dich doch eh nicht. Danke. Nett, wie du an meine Fähigkeiten glaubst. Naja, jedenfalls so eine Liebeskiste, wo einem das Gehirn in die Kniekehlen rutscht, kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Hey, du. Schläfst du schon? Ich hab dich gesucht. Ich muss dir nämlich was sagen. Ich empfinde sehr viel für dich. Ich weiß, das klingt albern, aber ich finde dich fantastisch. Ich hab's bisher nie gemerkt. Aber jetzt. Magst du mich nicht auch? Ein bisschen. Sag mal, spinnst du? Pfoten weg! Ich bin doch nicht schwul! Ja, ich doch auch nicht. Was hast du überhaupt zu suchen? Was machst du hier eigentlich? Das geht dich überhaupt nichts an. Du tust ja gerade so, als wenn du einen Anspruch auf sie hättest. Hab ich auch. Ah. Jedenfalls eher als du. Wir sind doch schon befreundet seit... Ach, Ewigkeit! Ah. Finger weg! Finger weg! Ja, Finger weg! Ich sag dir was... Anissa, hör mit mir! Anissa, hat was mit mir? Das Lade, jetzt die Lade, du wirst... Hör du ab! Oder ich vergesse mich! Aufgebrachter Pavian! Ihr blöden, eingebildeten Machos! Echt! Raus jetzt, verschwindet! Ich hab mit niemandem was verstanden! Bitte! Hast du den Hund hingekriegt? Komm! Ah! Ah! Was? Was? Ein Morgen? Ja? Bist du? Ah, jetzt du. Ja. Hey, morgen! Hi. Es gibt Neuigkeiten. Wir haben uns versöhnt. Ja, wir haben uns versöhnt. Schön für euch. Gratuliere. Bleib mir mal dein Messer. Fußlappen. Sag mal her. Oh mein Gott, das sieht ja furchtbar aus, du Armer. Komm, ich helf dir. Danke, ich brauch keine Krankenschwester. Nimm doch meine Schlafanzughose, ist doch schade drum. Und schon gar kein Oberarzt. Sehr gut. Nie wieder Alkohol. Oh Gott, hab ich den Kopf. Oh, wir haben tierisch gebechert gestern Abend. Ja. Alles wegen einer Frau. Scheiß Weiber. Wie sie uns aus dem Zimmer geschmissen hat. Wie ein Dragoner-Weib. Kein Humor. Das war doch total zickig. Alte Schnäpfe. Ja, alte Schnäpfe. Guten Morgen. Kaum habt ihr euren Rausch ausgeschlafen, verleugnet ihr schon wieder alles. Geht erst mal zu Mami und weint euch aus. Alicia! So war das nicht gemeint. Nein, wirklich nicht. Schau, wir lieben dich doch. Genau, wir würden alles für dich tun. Alles? Alles. Dann dürft ihr abspülen. Habt ihr keine Spülmaschine? Die ist kaputt. Ja, und du? Ich schreibe meine Bewerbung für London. Ja, und? Okay. Hey, Tobias! Hallo. Tobias! Ach Mensch, Tobias, warte doch! Hätte doch nicht so provozieren dürfen, das war gemein. Wieso denn? Lass mal jetzt noch ein bisschen schmoren. Meinst du? Ja. Na gut. Tobias!
Matthias, jetzt sei doch nicht so empfindlich. Mensch, rast doch nicht so. Weißt du was? Du und deine muffige Laune, ihr geht mir gewaltig auf den Wecker. Du, ich befreie dich gerne von meiner muffigen Laune. Bitte. Was soll denn das jetzt? Du kannst doch nicht hier sitzen bleiben. Warum denn nicht? Jetzt sei doch nicht so kindisch. Ich hab doch keine Lust, euer Spielverderber zu sein. Haut ab, haut ab. Geht, haut ab. Ja, okay. Ist ja vielleicht auch besser so. Du kannst ja sowieso nicht mehr laufen. Ja, dann gehen wir jetzt zum Wagen zurück und besorgen dir irgendwie ein Fahrrad mit Anhänger. Oder einen Rollstuhl. Gut. Also, bleib schön sitzen. Wir sind dann in ungefähr 5 Stunden zurück. Ciao. Viel Spaß. Oh Mann. Du Schwein! Du haust einfach mit meiner Freundin ab! Ihr lasst mich hier nicht allein! Du bist wirklich das Allerletzte! Ja! Du kriegst sie nicht! Du nicht! Mensch, jetzt hört doch auf! Auf! Oh, Nadine! Müsst ihr immer so gewalttätig sein? Nein, Tom. Ich will nicht dein beschissener Freund sein. Ich will dein Liebhaber sein. Ich will auch nicht dein Freund sein. Ich liebe dich. Kapierst du das denn nicht? Ich liebe dich. Wen? Dich, du Blödmann. Mit mir wird sie nur über einen missglückten Sex. Just count.